kannst dich auch als Katze identifizieren. Ich kann nicht in deinen Kopf reingucken. Aber biologisch bist du eine Frau. Ihr seid beides biologische Frauen. Vielleicht habt ihr schon eine. Ich will jetzt nicht dahin gucken, aber ich sehe es. Ich könnte mir doch meine Brüste machen lassen. Willkommen zu meinem wohl verstörendsten Drehtag seit Anbeginn meiner Arbeit als Typ auf YouTube, der eine Meinung vertritt, die vor 30 Jahren noch als gesellschaftlicher Konsens galt. Und damit willkommen auf dem CSD 2023 in Berlin, auf dem ich unter anderem diese beiden Mädels kennenlernte. Hi, darf ich fragen, warum du heute hier bist? Wegen dem CSD. CSD, Party und so. Ja, genau, voll. Siehst du die kleinen Kinder da? Ja. Und siehst du die halbnackten Leute hier? Ebenfalls. Ist es eine gute Kombination? Ich finde es absolut akzeptabel, dass auch ebenfalls Kinder hier sind. Ich weiß nicht. Was willst du denn daran? So, das Problem, das ist auch nicht schlimm. Guck mal, stell dir vor, ich werde 7 Jahre alt und guck das. Meinst du, das ist sehr gut oder eher nicht so gut? Schau doch mal, siehst du das nicht auch auf der Straße mit heterosexuellen Leuten? Du schaust ja auch deinen Eltern manchmal beim Küssen. Aber weißt doch gar nicht, wie die beiden sich identifizieren. Sie sind auf jeden Fall, würde ich denken, mit dieser Flagge nicht cis. Seine Transflagge. Du kannst doch auch als cis-Mensch so für LGBTQ sein. Natürlich. Definitiv. Dann können sie es doch immer noch Mann und Frau sein. Theoretisch, wenn sie sich... Theoretisch. Ich muss vorher immer erstmal fragen. Natürlich. Und nochmal zum Thema, da ist sie. 6 Jahre und guckt jetzt, wie die halbnackt rummachen. Sieht halt schon... Ich würde es schätzen, aber sie, du hast recht, sie könnte sich ja als 18 identifizieren. Dürfte ich dann mit ihr auch so rummachen? Oder? Aber nee, also nee, mit ihr rummachen, natürlich. Also beim Alter kann man nicht diese Identifikationssache machen. Es gibt ja wie beim Geschlecht, gibt es beim Alter auch bestimmt Sachen, wo du dich so identifizieren kannst, aber dann auch Sachen, die biologisch so festgesetzt sind. Beim Alter zum Beispiel. Geschlecht, ja, es gibt das biologische Geschlecht und dann das Geschlecht, wo man sich identifiziert, aber das ändert ja nichts an der Sache, dass das Geschlecht, in dem du dich identifizierst, dass du das Geschlecht bist. Ja, ich bin jetzt ein Mann, offensichtlich. Ich bin als Mann... Okay, also siehst du, dass man, also denkst du, dass man dir dein Geschlecht ansehen kann? Ja. Du wirst als männlich von der Gesellschaft gelesen. Genau. Und aber ich bin auch tatsächlich. Ich identifiziere mich jetzt als Frau. Bin ich jetzt eine Frau? Wenn du dich als Frau identifizierst, ja. Aber mein biologisches Geschlecht ist schon noch männlich, oder? Wenn du dich nicht umoperieren lässt. Und wenn ich mir jetzt meine Genitalien operativ abmache, dann bin ich eine Frau? Biologisch? Ja. Möchtest. Ich möchte darauf hinaus, dass ein Mann biologisch niemals eine biologische Frau werden kann. Richtig. Okay. Dafür fehlen die Chromosomen. Okay. Ja, du sagst es. Okay, ja, aber das, okay. Ja. Aber das geht jetzt nicht mit dem Alter. Ich kann jetzt nicht sagen, ich identifiziere mich als 80-jähriger Afrikaner. Das würde nicht gehen. Aber ich kann sagen, das ist eine Ethnizität vor allem mit drin. Genau, genau. Was ist das denn jetzt? Biologische Faktoren. Und ich würde argumentieren, dass ein Geschlecht auch biologische Faktoren hat. Also das ist der Sinn von Geschlecht. Von einfach dem deutschen Wort Geschlecht. Was ist denn deine Meinung dazu? Es gibt Männer, die sich als Frau identifizieren, die haben also sozusagen, die fühlen sich unwohl mit ihrem biologischen Geschlecht. Ja. Wie nennt man das? Genderdysphorie. Ja. Geschlechtsidentitätsstörung. Ja. Das ist jetzt aber kein neues Geschlecht. Das hat doch auch niemand gesagt, oder? Doch, es gibt doch ganz viele Geschlechter, wurde gesagt. Also habe ich so in der Schule gelernt, sozusagen. Habt ihr von dem Fall mitbekommen, dass an der Humboldt-Uni ein Vortrag stattfand? Und da ging es auch darum, dass es 2 biologische Geschlechter gibt. Und die, die den Vortrag machen wollte, die wurde gecancelt, weil dann ganz viele Trans-LGBTQ-Rechtler-Leute gesagt haben, dieser Vortrag darf nicht stattfinden, weil er transphob ist. Ja. Findet ihr das gut, dass man diese Meinungen unterdrückt, die sagen, es gibt 2 biologische Geschlechter? Weil es transphob ist. Sagen, man muss die Meinung unterdrücken, genau. Aber man sollte trotzdem bilden. Ja. Noch bilden? Ja, also die richtigen Sachen darstellen. Also worauf ich hinaus will. Ich könnte mich jetzt als Frau identifizieren, da hast du ganz recht. Okay, danke. Aber ich bin dann keine Frau. Was würdest du denn sagen, macht eine Frau zu einer Frau? Zum Beispiel die biologischen Faktoren, also sei es die Chromosomen, okay, also sei es die Geschlechtsteile oder sei es... Ich bin nicht auf die Chromosomen, aber wenn ich jetzt eine geschlechtsangleichende OP habe, dann bin ich eine Frau. Ich würde sagen, Mann. Ich würde sagen, wenn ich jetzt als Mann eine geschlechtsangleichende Operation mache und mir meinen Penis abmache, dann bin ich ein Mann, der seinen Penis abmachen lassen hat, aber ich bin keine Frau, so wie du oder so wie du. Woher weißt du denn, dass wir Frauen sind? Du hast uns gar nicht gefragt. Ich würde sehr stark davon ausgehen, dass ihr beide Frauen seid, wenn ich euch kurz mal so angeguckt habe. Frauen? Ganz klar.
Was? Du kannst dich auch als Katze identifizieren. Ich kann nicht in deinen Kopf reingucken. Aber biologisch bist du eine Frau. Ihr seid beides biologische Frauen. Vielleicht habt ihr schon eine. Ich will jetzt nicht dahin gucken, aber ich sehe es. Ich könnte mir doch meine Brüste machen lassen. Vielleicht, aber ich gehe nicht von aus. Aber dann müssten wir jetzt sozusagen. Aber du hast mich nicht gefragt. Aber ich weiß es trotzdem. Habe ich recht oder habe ich recht? Nein. Du bist ein Mann. Ja. Bist du nicht? Woher willst du es wissen? Kannst du in meinen Kopf schauen? Also ich will jetzt nicht, dass du dich auch wie manche andere beim CSD ausziehst, aber ich würde ganz stark davon ausgehen, dass du als biologische Frau geboren gegen bist. Gegen Nacktheit? Bitte? Gegen Nacktheit? In der Öffentlichkeit, ja. Ich bin auch dagegen, dass man Sex in der Öffentlichkeit hat, wo vor allem Kinder, guck mal da, eine 7-Jährige oder 4-Jährige. Ich habe ja keinen Sex in der Öffentlichkeit. Ich hab schon so wie... sich lediglich. Und schau mal, deinen Eltern hast du auch schon mal beim Küssen zugeschaut. Das ist ja letztendlich nichts Verwerfliches. Letztendlich ist der Süß. Ganz kurz, es wird immer irgendwo Ausnahmen geben. Und natürlich ist, das finde ich auch nicht gut, dass Leute Sex in der Öffentlichkeit. Ja. No homo. Oh Gott, ich denke, Eltern sollten davon ausgehen, dass man vielleicht etwas mehr Körper sieht oder irgendwas. Dürften Eltern ihre Kinder auch in den Stripclub mitnehmen? Natürlich nicht. Okay, fair. Stripclubs sind auch was ganz anderes als der CSD. Das ist verschiedene Sachen. Also ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass hier niemals jemand an der Laterne strippen würde. Und dass das sein Kind niemals sehen würde. Okay, dann kommt es ja im Stripclub schon relativ nahe. Wenn jemand strippt, dann ist es ja sozusagen eine sexualisierte Handlung. Und ich glaube, die passieren auf dem CSD. Ich habe euch ja gerade das Video mal gezeigt. Ich bekomme jetzt ein Kind und ich sehe, das ist ein... Du bist biologisch weiblich. Lass mich, der war gut. Dieses Kind hat ja ein Geschlecht, ein biologisches. Sollte der Arzt sozusagen oder ich, der das sieht, entscheiden oder sollte der Kindergärtner entscheiden, welches Geschlecht dieses Kind hat? Weil man kann es ja nicht fragen nach der Geburt. Was ist mit dem Kind? Also das Kind solltest du fragen, welches Geschlecht es hat nach der Geburt. Nee, nicht unbedingt nach der Geburt, aber du musst dein Kind ja nicht mitten im Geschlecht erziehen. Warum? Meinst du so, also Mädchen dürfen nur mit Puppen spielen und Jungs mit Autos? Nee, aber ich meine, Mädchen dürfen zum Beispiel nur auf Mädchenklos, damit sie geschützt sind vor Männern, die vielleicht Sachen machen, die nicht gut sind, auch im Kindesalter. Biologische Geschlecht, aber gleichzeitig... Davon reden wir ja die ganze Zeit. Kindesalter. Sorry, denkst du, die fallen da jetzt über sich? Weißt du, was im Kindergarten passiert? Es gibt jetzt Ruheräume, wo sexuelle Spiele stattfinden sollen, wo Erwachsene... Sexuell im Kindergarten? Ja, du weißt, ist doch verrückt, oder? So habe ich auch reagiert. Deswegen mache ich diese Videos. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Also Körpererkunden an sich gut, sexuelle Spielräume sehr kritisch. Danke, weil danke. Was ist sexuell in dem Alter? Also Kinder sind also von Geburt an sexuelle Wesen, wird uns gesagt. Ich glaube daran nicht. Ich glaube nicht, dass Kinder irgendwas mit Sexualität, aber in dem Sinne, wie wir es vielleicht denken. Aber ganz so im Generellen bildet sich trotzdem das Gehirn auch schon in so frühem Alter aus. Hast du schon mal von Freud gehört mit den... Ja, ganz böse. Freud ist eine ganz kritische Sache, ja, ne? Ja. Ich würde sagen, danke für das Gespräch, weil jetzt wird es wirklich zu laut tatsächlich, aber danke, dass ihr gesprächsbereit war. Das war richtig interessant. Ja, fand ich auch, voll cool. Weiter mit der Sache. Jawohl. Ja, manchmal frage ich mich, ob Menschen vor 15 Jahren, geschweige denn vor 150 Jahren, eine realistische Chance hätten, solche Unterhaltungen der Neuzeit zu verstehen. Für heute soll es das aber erst einmal gewesen sein. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, um unsere Nerven auf das vorzubereiten, was nächste Woche Sonntag passieren wird, wenn unser neuer Film Inside CSD auf unserer eigenen Nicht-Woken-Streaming-Plattform thedeviant.de online geht. Seid gespannt, das wird alles andere als normal und für alle weiteren Informationen schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei und wir sehen uns nächste Woche wieder.